Ja, und das ist nicht so einfach, heute hier nach diesen anderen Themen am Anfang so den Übergang zu schaffen. Aber ich mache es trotzdem mal. Ja, ich habe mich heute aufgeregt über Karl Lauterbach, unseren Gesundheitsminister. Denn Lauterbach will ja jetzt Millionen Deutschen eine vierte Impfung verabreichen. Also allen denen über 60, weil er sagt, das hilft super gegen Corona. Und das würden neueste Studien aus Israel belegen. Aus Israel. Wer kann dem noch widersprechen? Gott sei Dank gibt es das ja alles im Internet und guckt man sich das mal etwas genauer an, dann sieht man, dass diese Studien auch aus Israel sehr scharf kritisiert werden. Weil die sagen, das hilft gar nicht gegen die Corona-Infektion und auch nicht gegen eine Omikron-Infektion, auch nicht bei denen, die über 60 sind. Und die New York Times, ja eine der angesehensten Zeitungen der Welt, hat heute ebenfalls darauf hingewiesen, dass es gerade bei dieser israelischen Studie, die von Karl Lauterbach angebracht wird und hervorgehoben wird, schwere methodische Fehler gibt. Auch das ist nachzulesen. Nun ist ja nicht ungewöhnlich, dass es bei verschiedenen wissenschaftlichen Studien auch verschiedene Meinungen gibt, auch bei Wissenschaftlern. Ungewöhnlich ist es aber, wenn der Minister, der sich um unsere Gesundheit kümmern soll, die Kritik an seinen Thesen gar nicht zulässt, sie auch nicht erwähnt oder wenn überhaupt in Abrede stellt, so wie er es gemacht hat mit einem Wissenschaftler, der hier von Bild zitiert worden ist, wo er gesagt hat, no, das ist ja so wie der St. Pauli der Wissenschaftler, aber mein Freund Christian Drosten, das ist der FC Bayern. Wahrscheinlich hat er nicht gewusst, dass FC St. Pauli bald aufsteigt in die erste Liga wahrscheinlich und dass dem Verein ganz viele Herzen zugewendet sind. Ich finde, das, was Karl Lauterbach mittlerweile zeigt mit seiner Ausgrenzung von Andersdenkenden, ist eine beispiellose Arroganz. Es ist die Arroganz eines mittlerweile völlig wirr wirkenden Ministers, der im Lichte des eigenen Scheinwerferlichts der TV-Studios immer wieder neue Ideen sucht, um in diesen Talkshows zu bestehen, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Das Schlimme ist aber, Karl Lauterbach ist kein einfacher Wirrkopf. Er ist ein Ministerwirrkopf und ich finde, wirre Menschen sollten nicht an der Spitze von Ministerien stehen. Ich finde, wir sollten mehr Gelassenheit haben, vor allen Dingen deshalb, weil diese Kann ich nicht, tut mir leid, bei dem weil, Thema geht das bei weil mir überhaupt diese, ja, ich nicht. merke das, aber diese Regierung hat einen großen Schritt gemacht, indem das Infektionsschutzgesetz novelliert wurde, indem wir jetzt zurückfinden zur Normalität, indem jetzt ab dem 1., 2. April auch die Übergangsfristen, die gesetzt wurden, auslaufen und wir damit tatsächlich wieder die Normalität Stück für Stück in Verantwortung zurückbekommen. Und Ja, deshalb. dann sagen Sie doch, das gestehe ich Ihnen auch zu, das ist die FDP, da kann man sagen, bravo, die das vorangetrieben hat. Das können Sie sich mit Ihrer Partei auf die Fahne schreiben, aber das hat doch nichts zu tun mit dem verantwortlichen Wirken von Herrn Lauterbach, der die Impfpflicht für uns alle noch immer durchsetzen will. Also, ich sage, wer Normalität will, der sollte sich besser impfen. Und das kann jeder für sich selbst entscheiden. Auch das ist im Übrigen Ergebnis der politischen Debatte im Deutschen Bundestag, dass wir keine Impfpflicht im Augenblick hier haben. Ja, Sie müssen gar nicht so zurückhaltend sein. Das ist ja Ihr Verdienst. Und ja, ich will ja nur sagen, jetzt immer auf dem Bundesgesundheitsminister rumzuprügeln, kann man machen. Ich sage nur, wir sollten uns lieber mit der Frage auseinandersetzen, wie bereiten wir uns auf den Herbst vor? Dazu will ich Beiträge hören. Und wenn Also Herr eine Chayas, vierte Sie halten, ich Impfung, muss hier einmal kurz nachhaken, wenn Sie eine vierte halten Herrn Impfung. Lauterbach für einen Gesundheitsminister, der kompetent ist, der das Beste für dieses Land will, und Sie würden sagen, gut, dass Herr Lauterbach Ja. Gesundheitsminister ist. Ich glaube, dass wir in sich eine gute Regierung haben, die an Nein, dieser wir bleiben Stelle. bei Herrn Lauterbach. Wie ist Ihre Meinung ganz persönlich zu Herrn Lauterbach? Wir reden nicht über die FDP, wir reden nicht über die Regierung, nur Herr Lauterbach. Mich stört der Alarmismus von Herrn Lauterbach. Der stört mich. Aber die Frage, ob wir jetzt eine vierte Impfung brauchen, die einen selbst schützt, und welchen Beitrag die leisten kann, die müssen wir doch offen diskutieren, gerade wenn wir mal in diesem Land vor der Welle sein wollen und nicht hinter der Welle. Und da muss man natürlich auch andere Studien zulassen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist ein Punkt, wo ich Ihnen recht gebe. Ich glaube, aber dennoch sollten wir jetzt mal anerkennen, dass wir den Weg in die Normalität zurückfinden und weniger Alarmismus machen. Aber dennoch, Herr Chaya, muss ich als
Bürger sagen, genau wie Nene es gesagt hat, man verliert ja trotzdem das Vertrauen in die Regierung, vor allem auch das Vertrauen dann in Herrn Lauterbach, wenn jede Woche etwas Neues gesagt wird, wenn nie eine gewisse Konsequenz auch da ist, in dem, was gesagt wird, in dem, was gefordert wird, in dem, was empfohlen wird, dann verliert man das Vertrauen und dann fragt man sich schon, okay, was kann man jetzt glauben, was kann man nicht glauben und was ist richtig und was ist nicht richtig. Könnt ihr jetzt einfach sagen, hören Sie ihm nicht mehr zu und warten auf die Beschlüsse der, das nehmen wir mit heute. Warten Sie auf die Beschlüsse der Regierung, die abgewogen aus Stimmen der SPD, der Grünen und der FDP abgestimmt einen Lösungsvorschlag macht. In Ordnung, Herr Czajer, Sie sind auf jeden Fall jetzt schon mal der Diplomat der Runde, den Titel verleihe ich Ihnen jetzt. Aber jetzt kommen wir doch mal zu Herrn Bosbach und schauen mal, ob Herr Bosbach auch so diplomatisch mit Herrn Lauterbach ist. Nein, kann ich nicht sein. Es tut mir schon fast leid, dass ich das sagen muss. Ich kann ihn mittlerweile auch nicht mehr ernst nehmen. Er ist ja einige Monate gut über die Runden gekommen mit dem Standardvokabular, neueste Studien aus Harvard, exzellente Fachleute, kenne ich alle persönlich. Und er hat dann den Eindruck einer überragenden Kompetenz vermittelt. Und da waren ja viele froh, endlich einer, der nicht nur Gesundheitspolitik macht, sondern der auch Mediziner ist und der richtig Ahnung vom Thema hat. Klammer auf, im Gegensatz zum damaligen Amtsinhaber Jens Spahn, Klammer zu. Dann gab es für mich ein wirkliches Erlebnis, nämlich Karl Lauterbach bekam im ZDF-Morgenmagazin, habe im Leben nicht mit gerechnet, ein paar kritische Fragen gestellt, nämlich ob er nicht zu oft Alarmismus verbreiten würde. Daraufhin Lauterbach, das war so vor 2-3 Monaten, nee, das ist die Kampagne der Bild-Zeitung. Daraufhin habe ich mir mein Tablet geschnappt und habe nur 2 Wörter reingetippt. Lauterbach warnt. Und dann ploppte es an allen, ich habe ja fast einen Kabelbrand bekommen im Tablet. Es gibt 50, 60 Fälle, vor denen Lauterbach gewarnt hat. Und dann habe ich etwas anderes gemacht. Ich habe mal die Diagnosen und Prognosen von Klaus Stöhr, von Hendrik Streeck daneben gelegt. Die waren viel genauer als das, was uns Karl Lauterbach erzählt hat. Aber eins war klar, lädst du Lauterbach in eine Sendung ein, hast du am nächsten Tag eine fette Schlagzeile, weil er mit Sicherheit wieder vor irgendetwas warnen wird. Dann hat er noch am Rande Oster vergangenen Jahres die spanischen Ärzte und Virologen mal eben für komplett sachunkundig erklärt. Die Zahlen würde er überhaupt nicht glauben, da würde nur geschummelt. Warum ist er Gesundheitsminister geworden? Weil er zu den bekanntesten, populärsten Politikern gehört, das stimmt. Weil ihn sozusagen das Votum der Fernsehzuschauer ins Gesundheitsministerium getragen hat. Es hatte schon seinen Grund, warum Karl Lauterbach nie ein Regierungsamt inne hatte. Und wenn er meint, das sei jetzt die Lösung, ich bin einer der Kandidaten, nicht nur, weil ich über 60 bin, sondern in wenigen Tagen werde ich ja 70. Lieber Karl Lauterbach, nach 2 Jahren bin ich erkrankt, 1 Monat nach meiner 4. Impfung. Nun kann man, ich bin 4-mal geimpft, nun kann man natürlich sagen, ja, es war kein schwerer Verlauf, was auch stimmt. Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Aber so zu tun, ich habe immer Impfung verstanden, sterile Immunität. Wenn du dich dagegen impfen lässt, dann kannst du nicht mehr daran erkranken, jedenfalls im Regelfall. Das stimmt schon lange nicht mehr. Herr Bosbach, ich glaube, Sie haben also alle sitzen hier zustimmt. Herr Czajer ist jetzt wahrscheinlich auch schon ins Lager Lauterbach rübergewechselt, vom Lauterbach-Lager weg zu ihrem Lager rüber. Ich glaube, dass Herr Bosbach meine These einfach nur noch mal unterstrichen hat. Wer Normalität will, sollte sich besser impfen. Ganz einfach. Das hat er doch genau nicht unterstrichen, indem er gesagt hat, er hat einen milden Verlauf gehabt. Nein, das hat er nicht unterstrichen. Moment, da hat Herr Czajer recht. Okay. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin ein Gegner eines Impfzwanges. Ja, das teile ich. Und das zu Herr Lauterbach teilen Sie auch, was Herr Bosbach gesagt hat. Den Impfzwang. Da lässt er sich nicht festhalten. Nee, wollen wir nicht darauf antworten. Auch das ist okay. Und wir sind natürlich so weit, dass wir jetzt mittlerweile uns einmal auseinandersetzen müssen mit der Drosten-Regel, die ja sagt, am besten schütze ich mich, wenn ich 3-mal geimpft bin und 3-mal infiziert, am besten schwer. Dann bin ich wahrscheinlich, so Drosten-Originalton, für mehrere Jahre gut geschützt.
was das jetzt mit der vierten Impfung bedeutet, ob ich mich jetzt auch noch danach nach Drosten ein viertes Mal infizieren muss, auch am besten schwer, um dann für mehrere Jahre geschützt zu sein, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, Lauterbach und sein Haus sollten sich mal intensiv auseinandersetzen mit den kritischen Studien. Sie sollten den Mut haben, diese kritischen Studien auch zu der vierten Impfung zu besprechen, zu bewerten und den Menschen zu sagen, was es damit auf sich hat. Denn in diesen New York Times ist ja auch jetzt nicht St. Pauli-Nachrichten, um mal mit Lauterbach zu sprechen, der solche kritischen Studien ja immer nur verunglimpft dann auch. Da steht ganz klar drin, dass die über 60 in der Regel nichts davon haben. Und ich finde es einfach unredlich, wenn man solche Kritik ausblendet, sie wie den Virologen, der wie gesagt von Bild hier zitiert worden ist, verächtlich macht, nur weil einem die Meinung nicht passt. Das ist, kann man vielleicht machen als Abgeordneter in Talkshows, aber nicht mehr als Minister.